Herzlich willkommen zu Let's Play Gone Home. Was aber sowas bedeutet wie weg von zu Hause. Man spielt nämlich eine Frau, glaube ich, die nach Hause kommt. Ich weiß nicht, ob sie im Urlaub war, was auch immer. Das werde ich noch googeln. Es soll eine Art Survival-Spiel sein. Und da stehe ich ja total drauf. Auf jeden Fall kommt sie nach Hause und niemand ist zu Hause mehr. Aber man sieht, hier leuchtet Licht. Was ist da passiert? Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Jetzt wundert ihr euch, warum steht hier fortsetzen? Ich habe nämlich schon die Aufnahme gestartet, habe versucht, das erste Let's Play zu machen und dann habe ich es mir aufgefallen, dass die Version keine deutsche Untertitel hatte. Obwohl ich jemanden gefunden hatte, der die deutschen Untertitel für das Spiel gemacht hat, habe die Dateien reingesetzt. Da ist irgendwas schiefgegangen und ich habe nur die Journals und die Funktionsdateien von dem Spiel, dass hier das neues Spiel und so weiter, dass das alles auf Deutsch steht. Option ist auch bei Sprache alles auf German drin. Und jetzt hoffe ich, dass ich alles reingesetzt habe, auch von den Sprachdateien. Also Sprache wird weiter Englisch sein. Deutsche Untertitel. Und ich habe eigentlich auch noch nichts gemacht. Ich bin nur vorne am Eingang gewesen. Also hier in diesem Foyer, was hier am Anfang ist. Und kenne eigentlich auch noch nichts. Also ist wieder wie die meisten meiner Spiele blind. Legen wir los. Nö, den brauchen wir nicht. Okay. Start. Das gab es bei Humble Bumble momentan. Ich glaube, knapp 6 € kostet es. Und da habe ich dann zugegriffen. Es kostet eigentlich 20 €, ist ein paar Monate alt. Und auf Steam gibt es halt immer noch nicht die deutsche Version. Und deswegen googelt das einfach Hi mal Mom. oder schaut bei mir. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport, so you don't have to pick me up. Like really seriously, you don't have to. Okay, so love you. See you soon. Bye. Bye bye. Also, wir spielen ein Mädel, wie es aussieht, und kommen gerade nach Hause. Und die Eltern sollten uns nicht abholen. Kein Problem, haben wir gesagt. Also wie gesagt, wenn ihr die deutsche Version auch spielen wollt und das Spiel habt oder euch holen wollt, 7. Juni 1995, 1:15 Uhr am Morgen, ja. Das ist ziemlich früh. Also Grafik müssten die höchsten Einstellungen sein. Und jetzt ist alles deutsch. Sehr schön. Also ich werde es unten in die Beschreibung reinschreiben, einen Link, dass ihr auch sehen könnt, wo ihr euch diese Version holen könnt. Kathleen Greenbrier. Okay, Greenbrier. Das sind wohl wir. Wir kommen aus Portland, Flug 270, 6. Juni 1995. Das ist etwas älter. Ja, man würde zu diesen schräg bunten Taschen passen. Eieiei. Haben wir sowas wie eine Taschenlampe? Wir haben etwas gefunden. Und wir können es uns angucken. Huh? Aber wir können es nur seitwärts drehen, sonst nichts. Wir können es sogar werfen. Wahnsinn. Können wir hier noch was mitnehmen? Ist hier noch was? Okay, wie sieht das aus? Näher betrachten. Rechte Maus. Left Maus Shift. Kriechen C oder Control. Da werden wir C nutzen. Ja, Inventory. Map und Journal. Oder 1, 2, 3. Schauen wir mal. Nimm Tasse. Nutzlos. Was ist das? Katie, es tut mir leid. Katie oder Casey? Ich sag mal Casey. Casey, es tut mir leid, aber ich kann nicht da sein, um dich zu begrüßen. Es ist unmöglich für mich. Ich bitte dich, versuche nicht herauszufinden, wo ich bin. Ich möchte nicht, dass es irgendjemand weiß. Wir werden uns eines Tages wiedersehen. Sorge dich nicht. Ich liebe dich, Sam. Wer ist Sam? Sorge dich nicht. Ich liebe dich. Hallo? Also, wir müssen erst die Schlüssel finden, die normalerweise unter Blumentöpfen sind. Oder auch nicht. Aha. Nein, sie sind unter Weihnachtsgänsen. Aha. Halt, Moment. Inhalt im Rucksack anzugucken. Ein Schlüssel. Ersatzlücke lag unter der alten Weihnachtsgans. Boarding Pass. Amsterdam, Portland, Cincinnati. Okay. Ey, das ist eine hübsche. Greenbrier Kesslin. 12. Dezember 73. Oha, die ist 5 Jahre älter als ich.
Zufällig habe ich auch im Dezember Geburtstag. So. $5,99. Weg damit. Können wir hier noch irgendwas machen? Nö. Also ich weiß nicht richtig, ob es... Ich glaube, es ist kein richtiges Horrorspiel. Aber es ist eine Art Rätselspiel wieder. Ein bisschen... Ja, Survival-lastig, weiß ich nicht. Geheimnisvoll. Passiert überhaupt was? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir, glaube ich, rauskriegen, was passiert ist mit der Familie. Mom! Dad! Ich bin wieder zu Hause! Eine Taschentuchbox. Wir können alles angucken. Aber warum? Bringt uns das was? Nö. Wieso ist es hier so dunkel? Aha! Much better! Hey, was liegt denn hier? Hab verdammt nochmal den coolen, ne, coolen 17. Geburtstag. Aha. Happy Birthday, Sam. Onkel Harvey. Können wir da irgendwas mitmachen? Ah. Nee, können wir nicht. Können wir hier noch was machen? Okay, das bringt uns, glaube ich, nicht weiter. Es gewittert draußen. Lies mal Schublade. Öffne mal die. Haben wir hier irgendwas drin? Sieht nicht danach aus, ne? Eine Notiz. Wegbeschreibung vom neuen Haus zur Arbeit. Flintlock National Wald Ranger Station oder sowas. Okay. Von Arbor Hill aus links. Links bei Grape Green, bla bla bla. 1 Stunde 15 Minuten. Müssen wir da vielleicht später noch hin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt wesentlich heller. Was haben wir denn hier? Front Hall. Umzugskartons. Sind wohl noch nicht lange hier am Wohnen. Eine Rechnung. Kisten für die Küche, jede Menge. Übergewicht, Kisten, 10 Stück, Bibliothek. Also die haben viele Bücher, wie es aussieht. Fernseher, die viel zu klein sind. 24 Zoll, 14 Zoll, also 24 Zoll spiele ich mit meinem Monitor. Mit meinem Monitor. Okay, das kommt übers Headset ganz schön übel. Aber so zum Zocken ist es ganz okay, aber zum Film gucken, nee, das wäre nicht mein Ding. Da muss schon Dear Katie, wesentlich. Oh. So much has changed, even just since you've been away. We moved into this house. I'm in a new school, and my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real, but I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal, just like I was talking to you. Mhm. Also die Sprachausgabe gefällt mir schon mal sehr gut, die Sprecherin. Stecker? Können wir nicht ziehen, ne? Ne. Also, Sam, geh mal in Journal rein. Ja... Nochmal anhören können wir sie auch. Wir müssen mit denen nach rechts machen, aber wollen wir ja nicht. Haben wir ja mitbekommen gerade. Also jetzt wissen wir auch, wer Sam ist. Sieht aus, als ob es die Schwester wäre und es scheint ihr 17. Geburtstag gewesen zu sein. Ist nichts zu machen. Oder muss ich hier irgendwo reinzoomen, um was Spezielles zu entdecken? Magazin näher betrachten. Autormagazine. 50. Wettbewerbe mit bis zu $21.000 wertvollen Preisen. Stephen King. Kritik, die Kunst des Feedbacks. Veröffentlicht werden. Das Geheimnis. Die leere Seite. Wie 20 Top-Autoren sie überwinden. Oh. Okay. Eine Kiste. Quick Fix. Also, wir haben hier Pflaster, so wie es aussieht. Können sie aber nicht aufmachen oder so dergleichen. Können wir überhaupt was aufmachen in dem Spiel? Peel hier. Ja, geht aber nicht. Okay.
Waschpulver. Vielleicht muss ich hier auch nochmal hin. Handseife. Sparkle. Green Apple. Apfelgeschmack. Was ist da unten? Toilettenpapier. Ist das alle? Nö. Soft Plus. Ja, ziemlich langweilig bisher, ne? Also, scheint doch nicht so survival-lastig zu sein. Aber es war günstig. 6 Euro habe ich zugeschlagen. Wie gesagt, 20 momentan bei Steam. Ist ja noch recht neu. Es ist eigentlich recht schön auch. Es gefällt mir gut vom Look. Bisschen detailarm, ne? Sieht's hier aus? Ja, wenn man da rangeht. Sam, Katie, Mom. Warum steht da Jen? Ah, die heißt irgendwas mit Jan. Also Jen. January. Was könnte das denn sein? Janula. Wie auch immer. Ich vermute, ich bin die da. Und das ist Sam. Sam Casey. Und Dad. Dad Derry. Als für Derry. So, mal überall Licht an. Und Tits. Sam. Daniel aus unserer alten Nachbarschaft hat angerufen. Er möchte jetzt gerne mal das neue Haus anschauen. Ruf ihn zurück. Mom, Daniel ist ein totaler Spinner. Der einzige Grund, weshalb ich damals überhaupt mit ihm abhing, weil er ein Nintendo hatte. Okay. Interesting. Sam. Sam. Hello. Sam! Sam, where are you? Really? I need to talk to you. Please be there. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Ah, das war der Anfang. Das war mein Anruf, die ich an die geschickt habe. Also, wie es aussieht, haben sie die auch gar nicht abgehört. Der erste weiß ich nicht. Das wird sehr wahrscheinlich dieser, wie hieß er? Daniel gewesen sein. Der nach der Sam dann gerufen hat. Und zweite? Weiß ich nicht. War das Sam? Wer war das? Auf jeden Fall klang es extrem ängstlich. Können wir irgendwo anrufen? Nö. Seltsam. Sehr wahrscheinlich sind die einfach nur aus, weil die Geburtstag hat. Irgendwie so ein Mist. Und es ist gar nichts Schlimmes passiert. Zeitzonen der Welt. Stand vom 1. Juni 1994. Katies Abflug 6. Juli. Hm? 801, 12.10 Uhr to Amsterdam. Filzstift. Muss ich Sachen mit mir rumschleppen? Kann ich die nehmen? Der nimmt den, aber er nimmt den nicht mit. Okay. Hallo? Jetzt ist er verschwunden auf ewig, oder wie? Legen ihn besser mal hier zurück. Oder steht da irgendwie noch was Wichtiges drauf? Ein Permanent Marker, okay. Jetzt sagen wir, machen die untere Etage erstmal fertig. Überall Licht anmachen, das ist das Wichtigste. Drücke 2M in deine Position im Haus auf der Karte anzuzeigen. Ja, vom Foyer hier rein. Wir haben das Foyer eigentlich nicht zu Ende geguckt, ne? Vielleicht haben wir was Wichtiges übersehen. Sollten wir lieber erstmal das Foyer zu Ende machen. Schade, ich kann nicht rennen, ne? Gab's Rennen? Nö. Okay, wir können nicht rennen. Sehr schade. Sollen wir später schnell von einem Punkt zum anderen wollen. Also ich hoffe, dass da ein paar Schocker drin sind. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich weiß nur, dass es ganz gut bewertet worden ist bei 4Players und Dings, aber ich gucke mir ja meistens die Tests nicht
so genau an, ne? Meistens dann irgendwie so ein Trailer oder sowas. Und dann sage ich, okay, das interessiert mich. Lieber Jan, es ist schön von dir zu hören. Das mit dem neuen Haus klingt echt spannend. Erinnerst du dich noch an das kleine Zimmer, das wir uns im ersten Jahr an der Uni teilten? Und wenn es uns schlecht ging, haben wir uns unsere Träumhäuser ausgemalt. Ich wollte immer eine Villa, du ein Haus im Wald. Nun schau, wer beides bekommen hat. Jemand da oben mag dich. Ich könnte etwas von deinem Glück gebrauchen. Schick mir Lottozahlen. Ich spiele sie. Ernsthaft. Aber ich sollte mich wirklich nicht über das gute alte Terrassenhaus beklagen, das wir seit Bobs Versetzung nach Winnipeg haben. Wir haben nun sogar neue Vinylverkleidung. Na, neidisch? Lass es mich wissen, wenn du jemals die Häuser tauschen willst. Und wie geht es den Mädels? Ist Casey schon zu ihrer großen Europa-Abenteuertour aufgebrochen? Apropos neidisch. Schreibe bald. Vermiss dich, Mitbewohner. Carol. So ist das Original. Sieht natürlich wesentlich cooler aus. Und so ist die Übersetzung. Finde ich aber auch nett. Also wie gesagt, das ist einfach nur vom Fan gemacht, der da Lust dran hatte, das Spiel auf Deutsch zu bringen. Finde ich super. Da unten was? Ne. Ein Buch. Das war eine Bibel. Nichts Wichtiges drin. Auch nichts. Ein Totenschädel, aber ein seltsamer Totenschädel. Hecho en Mexico. Ich habe aber keine Ahnung, was Hecho heißt. Ja, genau. Nimm meine alte Leichtathletik-Trophäe in die Hand. Regionales Leichtathletik-Finale. Mädchen-Weitsprung. Kesslingen Greenbrier, erster Platz. Hoho. Also, wenn wir später im Spiel mal irgendwo über den Abgrund oder so müssen, dann sage ich doch mal, das ist kein Problem. Ha, 100 Meter Staffel haben wir auch gewonnen. Also, die ist ziemlich fit. Halt, was ist das? Nichts. Oh, okay, und die rechte Tür ist verschlossen. Auch ein kleiner Hinweis. Wie sieht es denn mit der hier aus? Pass auf. Und das ist nur eine Abstellkammer. Haben wir hier ein bisschen Licht? Gab es hier vorne einen Lichtschalter? Nein. Ah, da oben. Zierschnur. Takelma County Waldschutzbehörde, Janice Greenbrier, leitender Naturschutzaufbetragte. Ah, darum Jan. Janice heißt sie. Mit Vornamen. Das ist meine Mutter. Verstehe. Ich glaube, die Maus ist ein Tick zu schnell. Machen wir mal einen kleinen Tick langsamer. Ja, das geht besser, glaube ich. Ein Spielbrett. Was haben wir denn? Over the Alps. Novel Trello Game. Also, sie reist wohl gerne her. Können wir uns hier noch irgendwas angucken? Gut, Feierabend. Front Hall wieder. Machen wir die Tür zu. Ist hier irgendwo was hinter? Okay, ich mache doch wieder mal einen Tick schneller. Das ist da nicht so gut. Ah, ich will die ganze Zeit rennen mit Shift, aber dann mache ich einen Zoomer. Okay, wir gehen auf jeden Fall noch nicht nach oben. Wir schauen uns erstmal hier unten weiter. Da haben wir schon Licht angemacht. Hier liegt irgendwas. Hey, eine der Postkarten, die ich geschickt habe. Wahnsinn. Hi Mom, Dad und Sam. Ich bin in Paris. Ich habe viele Pariser Dinge gemacht. Inklusive den Essen eines Pit. Oh Gott, ich kann kein Französisch. Petit Déjeuner oder sowas oder ähnliches. Und dem Tragen einer Baskenmütze. Ich habe viel Film zum Entwickeln, wenn ich wieder da bin. Sam, ich bringe dir etwas aus der Shakespeare. Ups. Kleiner Moment. Mein Timer war am Klingeln. Ich mache mal 10 Minuten mehr, wenn man noch nicht so viel erlebt. Sam, ich bringe dir etwas aus der Shakespeare Book Company mit, wo du doch meine Lieblingsschwester bist. Hab euch lieb, Katie. Aha. Ja, atmosphärischer ist es natürlich ganz klar hier mit so, wenn man so liest. Aber wir machen deutsche Let's Plays hier. Darum die deutschen Versionen. Und wenn es schon ein paar Fans anbieten, ich finde es sehr nett. Ich hoffe, dass die mal ein paar alte Spiele auf Deutsch übersetzen. Das wäre schon cool. Ich hätte Lust auf Harvester.
ein Nachruf. Oscar Mason 60 aus Bourne County oder so ähnlich, oder Boone County, starb letzten Monat friedlich in seinem Haus. Mr. Mazan wurde am 8. September 1933 in jenem Haus geboren, das bis zu seinem Tode sein Zuhause bleiben sollte. Er erwarb seinen Pharmazieabschluss in jungen Jahren und kehrte nach Boone Country zurück. Schnell wurde er eine allseits beliebte Persönlichkeit im Herzen der Gemeinde. In den Jahrzehnten vor seinem Tode wurde er nur noch selten außerhalb seines Hauses gesehen. Eine Andacht wird diesen Sonntag in der First Methodistenkirche Church um 13 Uhr stattfinden. Jeder ist willkommen. Seine Nachkommen umfassen seine Neffen, Terence Greenbrier, ebenso wie im Geiste die Menschen vom Boone County, denen er stets Wohlbefinden und Trost spendete. Okay, Verwandter. Sind mit einem Mason verwandt. Nicht, dass das hier ein Erbschaftsproblem wird. Ein Stift, den wir nehmen können. Toll, wir können hier ganz viel aufheben, was uns aber keinerlei Nutzen gibt. Wozu brauchen wir diese ganzen Stifte? Gibt es hier irgendeinen besonderen Stift? Können wir irgendwas mit der Kohle machen? Steht Adventure drauf. Toll. Kaum leserlich, aber ein Foto. De Soto. De Soto? Das ist vielleicht die Mutter in jungen Jahren gewesen. Ein weiterer Abstellraum. Eine Notiz. Willkommen, neuer Schüler. Wir hoffen, du freust dich genauso auf deinen ersten Tag an der Goodfellow High School wie wir. Bitte bring die folgenden Dinge an deinem ersten Tag mit in die Klasse, damit du gleich und mit Elan loslegen kannst. Ein stabiler Ordner mit Unterteilungen für jedes deiner 6 Fächer. Bla 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 bla. 6 Stifte, unwichtig. $2,50. Positive Einstellung. Ja, super Schule, cool. Bitte sorge dafür, dass du in der Nacht davor genug Schlaf bekommst und sei bereit für das erste Klingeln um 8 Uhr. Bis dahin und nochmals willkommen. Bess Valens, Direktorin. Okay. Sie hat auch alles durchgestrichen, hat besorgt, außer die positive Einstellung. Auch nicht schlecht. Oh mein Gott. Du bist so glücklich, dass du die Schule beendet hast, bevor wir in dieses Haus gekommen sind. Also, es ist der erste Tag der Schule. And there I am, introducing myself to the class. And I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, pushing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Great. Okay, hat hier irgendein Psychopath gelebt? Hey, bist du das neue Mädchen, Sam? Ich bin Tommy. Ich sitze ganz hinten. Winke mal. Wenn du das erhalten hast und schreibe zurück. Ei, ei, ei. Hi, Tommy. Ja, ich bin Samantha. Und ja, ich bin neu hier. Wie geht's? Ich dachte mir, da du neu bist, könntest du vielleicht einen Freund gebrauchen. Ich habe auch nicht viele Freunde und ich wollte dich mal was fragen. Wenn es dir nichts ausmacht, macht es dir was aus? Was sind das für komische Stimmen, die ich höre? Ja? Nein? Nein, stört mich nicht. Was willst du denn fragen? Wurde nur dein Onkel voll Psycho oder liegt das bei euch in der Familie? Bist du denn für Arsch? Lehrer zeigen, Stress machen. Also ich höre hier irgendwelche Stimmen. Ah! Die wohl hier aus diesem dunklen Zimmer kommen. Warum ist hier eigentlich alles so dunkel? Sind die vielleicht von Außerirdischen überfallen worden? Okay, ist ein Sturm wohl am Kommen. Buch näher betrachten. Freunde gewinnen trotz Schüchternheit. Sam dachte, das könnte vielleicht helfen. Dad. I'm Mr. Lonely. You know that feeling where the first moment you see someone, it's like they have a big gold star around them and you have to get to know them. Well, there's this girl. I think she's a senior. She's usually dressed kind of punk. But sometimes I see her in this, like, army uniform. And she's always drawing in this notebook, looking so intense. I had no idea how I would ever, like, have an excuse to talk to her. Till I noticed she and her friends hang out and play Street Fighter at the 7-Eleven every day after school.
95 Street Fighter. TV-Programm. Akt X. Yeah, gefällt mir. Unsolved Mysteries klingt gut. Guck sehr viel auf dem History Channel of Sky. Meiner Freundin. Jo, das waren aber nicht so meine Sachen. Was ist da drin? Ist der Untersetzer, der ist runterfallen oder ist das ein besonderer Untersetzer? Nö. Ich brauch die. Und das ist Mams alte Tasse von der Arbeit. Ticklin Crownfree. Und mein Onkel ist verrückt geworden, haben wir auch schon rausbekommen. Streichhölzer sind leider alle weg. Wir können also kein Feuer machen, wie es aussieht. Ab da, rein damit. Kerzen. Ja, so wie es aussieht, können wir uns nur Sachen angucken und herausfinden, was passiert ist. Kommt mir ein bisschen langweilig bisher vor. Hi Terry, anbei eine Pioneer, bla bla bla. Also, was ganz gut ist, dass wir hier aus den 90er Jahren alles haben. Einheit mit Fernbedienung und Kabel. Wir brauchen einen halbseitigen Test für die Oktoberausgabe. Der ist Tester für ein Elektronikmagazin, wie es aussieht. Sehr schön. Ist doch auch mal ein netter Beruf. Videokassetten. Hatte ich über 600 von. Alle weggeschmissen. Gar nicht so lange her. Ein paar Jährchen vielleicht. Da habe ich hier komplett aufgeräumt. Es sind knapp 700 DVDs verkauft und über 600 Videokassetten weggeschmissen. Liesbrief. DVDs haben sogar noch ein bisschen Geld gebracht. Aber natürlich nicht als das, was man ausgegeben hat. Jetzt gucke ich eigentlich nur noch Blu-ray und HD-DVD. Terry. Hey Mann, wie geht es dir? Ich weiß, du bist nun ein publizierender Autor und all das, aber mein Redakteur bei Hi-Fi Aficionado hat derzeit zu viel Testmaterial herumliegen und er sucht nach einem zusätzlichen Freiberufler. Natürlich dachte ich gleich an dich. Du schriebst in deinem letzten Brief, wie sehr es dich Nerven gekostet hat, einen Verlag für dein neuestes Werk zu finden und Stereotests zu schreiben. Ist kinderleicht. Sitze zu Hause mit einem Glas Scotch, höre dir ein paar Schallplatten an und schreibe auf, wie es klingt. Und dann wirst du bezahlt. Ein paar Ausgaben des Magazins habe ich dir als Beispiel beigelegt. Wenn du daran interessiert bist, schicke einfach ein paar Leseproben an meinen Redakteur und sag ihm, dein alter College-Kumpel Mike hat dich geschickt. Hier die Adresse. Okay. Also wenn ich ehrlich bin, fange ich mich gerade an, etwas zu langweilen. Es ist zwar ganz nett hier. Ah, Schallplan. Okay. Die gehen selbst heute noch. Die werden sie wahrscheinlich noch in 30, 40 Jahren super sein. Oha, was haben wir denn hier? Hauntings and Poltergeists. Wir können das Kissen wegnehmen. Ist hier vielleicht... Ah, nee. Irgendwo was drunter. Spuk und Poltergeister. Vielleicht ist der auch nur verrückt geworden. Keine Ahnung, was Jitter ist. Was ist das? Irgendein amerikanisches Gesöff. Ist ja wahrscheinlich sehr bekannt gewesen, 95. Ich kenn's nicht. Und schon wieder eine Abstellkammer. Mein Gott, wie viele Abstellkammern haben die? Eine Geschichte. Der Himmel am Rand der Welt. Samantha Greenbrier, zweite Klasse. Ah, ist der zweiten Klasse von mir. Handlung, das Schildkrötenvolk, Teil 1. Captain Allegra schaute auf den Ozean. Er ging ins Unendliche. Oder zumindest schien es so. Eines Tages würde sie den Rand finden und von da aus ins Paradies gelangen. Plötzlich hörte sie Kanonen donnern. Wumps, es war das schwarze Piratenschiff. Sie schrie. Ich dachte, wir hätten sie an der Pferdeinsel abgehängt. Der erste Offizier sagte, scheinbar haben wir uns zu früh gefreut. Das schwarze, also sehr wahrscheinlich schwarze, Schiff kam über die Seite näher. Captain Black höchstpersönlich kam an Deck des schwarzen, der Black Pearl, schwarzen Schiffs. Er rief zu Captain Allegra, du wirst nie den Rand finden. Es gibt kein Paradies und dein Vater war ein Lügner. Captain Allegra schrie zurück,
Warum verfolgst du uns dann noch immer, Dummkopf? Der erste Offizier rief darauf hin. Wir werden dich aufhalten, Captain Jack. Wir werden den Rand der Welt finden und du wirst erkennen, dass ihr Vater kein Lügner war. Also ein paar Rechtschreibfehler, aber das ist okay. Das Gefecht ging weiter, bis Captain Allegras entkommen konnte. Nun nach Westen, sagte sie. Und das Schiff segelte in Richtung Sonnenuntergang. Boah, was eine Geschichte für eine zweite Klasse. Nicht schlecht. Okay, Tür zu. Nix drin. Hm. So, was sagt die Map? Da war zu, haben wir rausgefunden. Genau. Wir sind im Fernsehzimmer, sind gerade hier rausgegangen. Haben wir hier noch irgendwas vergessen? Hat sich hier irgendwo was versteckt? Können wir hier diese Seitenlichter auch anmachen? Nein. Können wir den Ventilator anmachen? Yeah. Fette Animation. Schatten sind eigentlich auch ganz okay. Also, grafisch und soundtechnisch finde ich es vollkommen in Ordnung. Aber es passiert mir zu wenig. Oh, so ein Teil hatte ich früher auch. Krass. Das war aber weit vor 95 gewesen. Das erinnert mich auch an meinem Schneider Amstrad und am C64, wo man so Datasetter noch dran setzen musste. Um die. Das Coole war, man konnte die ganzen Spiele aufnehmen damit. Das war sehr schön. Oh, ah, ah, ah. Kassette nehmen, reinhören. Was steht da? Role Model. Yeah. Oh cool, sturmfrei. Schade, ich kann nicht aufs Sofa springen. Yeah, dann machen wir halt so Party. Ah. Pizza, saufen, frei. Ja, okay. Ich würde sagen, das war's. Oh, der hätte jetzt angefangen zu singen, oder? Naja, der fängt von vorne an, das gefällt mir nicht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal hier einen Break. Bis demnächst, euer Chojin.